literarische Ort, an dem wir in Heilbronn dem Politiker Ludwig Pfau begegnen, ist das heute noch bestehende Gefängnis in der Steinstraße, die Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Hier saß Pfau 1878 drei Monate ein als Strafe für einen Angriff auf die preußische Regierung in einer Ausstellungskritik. Aber das war bei weitem nicht die erste politische und juristische Auseinandersetzung Pfaus mit der Obrigkeit, zumal mit der preußischen. Immer wieder stand er in den Kämpfen und Auseinandersetzungen seiner Zeit gegen die alten Mächte und insbesondere gegen Preußen. Als Medium nutzte Pfau die Waffen des Dichters, des Literaten, die Poesie. Zu den frühen politischen Gedichten gehört etwa Herr Biedermeier aus dem Jahr 1846, eine Kritik am biedermeierlichen Honoratiorentum. Ob Pfau hier die von den Heilbronner Lithografen Fritz und Louis Wolff in Szene gesetzten Heilbronner Biedermeier vor Augen hatte? Schau, dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau den Sohn am Arm. Sein Tritt ist sachte wie auf Eier. Sein Wahlspruch weder kalt noch warm. Das ist ein Bürger hochgeachtet, der geistlich spricht und weltlich trachtet. Er wohnt in jenem schönen Haus und leiht sein Geld auf Wucher aus. In den Jahren des Vormärz publizierte Pfau auch in den in München erscheinenden Fliegenden Blättern, eines der Vorbilder seines seit Januar 1848 erscheinenden Satireblatts Eulenspiegel. Nach Pfaus Worten das erste politische Karikaturblatt in Deutschland. Ein Superlativ, der sich beim Stöbern in den Fliegenden Blättern etwas relativiert, waren sie doch ebenfalls politisch, wenngleich mit antikommunistischen und auch antisemitischen Tendenzen. Doch als 1848 die Stürme der Revolution überall in deutschen Landen losbrachen, warf der junge Gelehrte schnell entschlossen seine Bücher beiseite und trat in die vordersten Reihen der Kämpfer für eine neue freiheitliche Ordnung der Dinge. So charakterisierte der Heilbronner Kaufmann und Parteigenosse von Ludwig Pfau, Karl Betz, den Aktivismus seines Freundes. Als einer der führenden Köpfe der Revolution im Königreich Württemberg floh Pfau im Juli 1849 angesichts der vorrückenden preußischen Armee in die Schweiz und drei Jahre später weiter nach Frankreich. Die württembergische Justiz verurteilte ihn in Abwesenheit zu 21 Jahren Zuchthaus. Erst nach der Amnestie von 1862 konnte Pfau aus dem Exil nach Württemberg zurückkehren. Er ließ sich in Stuttgart nieder. Ludwig Pfau blieb auch weiterhin eine gewichtige politische Stimme in Württemberg und wurde nach den Worten von Theodor Heuss einer der Erneuerer der demokratischen Bewegung. Er war Mitbegründer der Demokratischen Volkspartei und nahm auch weiterhin in Büchern und Artikeln das Preußentum aufs Korn. So geriet 1876 eine Ausstellungskritik aus seiner Feder ins Blickfeld der preußischen Justiz und brachte ihm eine Haftstrafe von 3 Monaten ein, trotz einer vielbeachteten Verteidigungsrede. Am 5. Januar 1878 fand sich der Schriftsteller zum Strafantritt im Zellengefängnis in der Heilbronner Steinstraße ein. Begrüßt vom Gefängnisdirektor Karl Köstlin. Friedrich Peyer hebt in seinen Erinnerungen an Ludwig Pfau das Anekdotenhafte dieser Gefängnisstrafe hervor. Die demokratischen Frauen Heilbronns übernahmen mit Duldung des liberal denkenden Gefängnisvorstands die Fürsorge für ihn, zierten seine Zelle mit Blumen und machten sie durch Hineinstellen eines prächtigen Lehnstuhls etwas wohnlicher. In der stillen Zelle und dem Lehnstuhl gefiel es unserem Pfau. Die kleinen Sorgen des täglichen Lebens fielen weg, und wie die Strafzeit um war, weigerte er sich zum Entsetzen des Gefängnispersonals kurzerhand das Gefängnis zu verlassen. Ihm sei es da gut genug. Erst wie er bei der Rückkehr vom vorgeschriebenen Lauf im Gefängnishofe die Zelle des Lehnstuhls und des Betts beraubt fand, zog er entrüstet ab.
Die heutige Ludwig-Pfau-Straße führt direkt auf das Zellengefängnis zu, in dem Pfau 1878 einsaß. Sie erhielt 1894 den Namen Pfau-Straße. Auf dem Stadtbauplan von 1895 fehlt der Name allerdings noch. 1921 erhielt sie zum 100. Geburtstag Pfaus den heutigen Namen. Eine von mehreren Ehrungen aus diesem Anlass. Außerdem sollte der Besitzer der Wirtschaft zum Pfauen veranlasst werden, seiner Wirtschaft zum Pfauen einen anderen Namen zu geben. Da eine Wirtschaft zum Pfauen in der Pfaustraße den geistigen Verhältnissen der Stadt zu ihrem Ehrenbürger nicht gerecht werde. Der damalige Wirt kam diesem Wunsch nach und benannte sie in Ludwig-Pfau-Stüble um. Sie bestand bis in die 2000er Jahre und hat seitdem zwei Umbenennungen erlebt. Auf Ludwig-Pfau deutet nichts mehr hin.